Servus Leute, zurück zu Let's Play Disciples Liberation. Oh ja, beim letzten Mal hat es ja den Patch gegeben, womit Schwierigkeiten hinzugefügt wurden, wodurch normal schwieriger wurde, was anscheinend viele, oder einige zumindest gewollt haben. Ja, das Spiel war bisher relativ simpel, aber ich habe mich jetzt so lange daran gewöhnt, das ziehen wir jetzt durch. Deswegen machen wir einfach weiter. Und beim letzten Mal haben wir Obris Quest geschafft, haben dadurch seine Weltenfähigkeit freigeschaltet, dass er Schlösser knacken kann. Theoretisch müsste ich irgendwann mal wieder zurück und dann sozusagen die ganzen Orte besuchen, wo das notwendig war, Schlösser zu knacken. Aber jetzt erstmal finden wir den Dämon, den Bagdal erwähnt hat. Die Arkanzufluchtsstätte an so aufeinanderprallen von baulichen Notwendigkeiten Ziel im Tal. Sie war sicher einst elegant, ja sogar opulent, ausgestattet. Doch über Epochen des Verfalls hat sie sich... Ziminia ist nah. Vorsicht! Ziminia? Also wirklich? Wann bin ich das denn nicht? Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Er ist nicht mehr mein Unterschlupf, aber Götter der Tiefe, wie geschmacklos. Okay, Ilmeren hat da anscheinend auch irgendwas. Erstmal erkunden wir hier. Hier gibt es schon wieder ein Rätsel, wie es scheint. Jede Säule fällt mir eine See. Zu Himmel, bla bla bla. Okay, das macht das. Das macht... Oh. Schlecht. So kriege ich alle runter. Aber ich will nicht alle runter. Ich will alle rauf. Deswegen müssen die alle runter. Und die zwei rauf. Wer macht die rauf? Ist die Frage. Wer macht das rauf? Du beeinflusst es. Du kannst es rauf machen. Wer macht das rauf? Du machst es nicht rauf. Du machst dich selbst drauf. Ah, dich mache ich rauf und dann mache ich alle rauf. Sehr schön. Your Lederhosen, your my. Aber bayerischer Lederhosen. Amazing. Da ist Hüter der Höllenfestung. Der in Ketten liegt. Da soll er bleiben. Dämonisches Tor ausgezeichnet. Was haben wir auf der Seite? Gegner. Gegner, imperiale Gegner noch dazu. Eine Bibliothek, beschlagen, was wir können. Bist du verrückt? Wir sollten sie, okay. Und Verderbnis. Das ist zum aktuellen Spielstand eigentlich kein Thema mehr, Verderbnis. Warum ist hier Verderbnis? Na, reden wir erstmal mit dem Typi. Bevor wir uns das... anderen da annehmen. 44er Truppen. Na, das ist unheilverheißend in den dritten Himmel. Wer bist du? Ketten klirren in der Dunkelheit. Ein leises, tiefes Grollen wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Der glühende Blick des Dämons durchdringt die Luft. Ziminia. Er war der Erste, der mich in Ketten legte. Uns alle. Unter ihm leidet jeder, ob Dämon oder Sterblicher. Akzeptabler kleiner Bagdal. Du sprichst. Du bist immer wieder eine wundersame Überraschung. Wir werden die befreien, die du in Ketten gelegt hast. Also musst du sterben. Ach ja? Arz sieht das anders. Arz liebt es, uns alle an Ort und Stelle zu fesseln. Und Betresen schert sich einen Dreck darum, hey, nicht wahr? Ziminia zeigt auf Bagdal unsichtbare Kettenklirren. Was dich betrifft, du konntest dir die Freiheit nicht verhindern. Moment, sorry. So. Nicht verhindern. Und du konntest sie nicht retten. Für einen Sterblichen warst du akzeptabel. Doch du warst machtlos. Du lagst in Ketten. Ob deine Fesseln nun sichtbar waren oder nicht. Dieser Dämon ist irre. Er ist also vollkommen wahnsinnig. Vielleicht bin ich voreilig und das ist dir noch nicht bewusst, aber so werden wir alle enden, oder?
Bagda knurrt zustimmend. Diese hier widersetzt sich dem Leben, an das sie gefesselt ist, Arz. Was für ein starkes, dummes Herz. Ich würde es gerne verspeisen. Wer ist Arz? Das Blut eines Neffels würde gewiss helfen. Besiege zu den Ketten liegende. Okay. Oh, Griff des Abgrunds ist neu. Verursacht unheimlichen Blick Ziele, die sich in ihrem Zug nicht bewegen, mit verlangsam. Macht einen bereits verlangsamt mit Bewegung. Diese einen werden durch nicht geheilt. Okay, wir müssen uns immer bewegen, wie es scheint. Zieh mir der in Ketten liegende. Tiefenteufel. Ja gut, dann Fokus zieh mir. Na, wahrscheinlich ist das der. Ich würde gerne die Gegner sehen. Ich würde gerne sehen, wer weiß. Hier könnte ich so. Ja, aber natürlich ist es der ganz hinten. Naja, dann tut euer Schlimmstes. Immer noch ordentlich Schaden. Wie die meinen Tank tot zerrücken können. Wurst! Warum ist die immer so schnell tot? Die ist tot, oder? Die ist tot. Moment, habe ich mich davon nicht geheilt? Alter, Moment. Damn. Nee, da war ein Heilbrunnen. Ich habe mich davor geheilt. Dammit! Die Person, die hier steht, ist am leidvollsten. Das ist so schlimm. Ja gut. Hilft ja nichts. Muss mal halt anfangen. Oh ja, du hast dich nicht bewegt. Shit. Bewegen müssen wir uns. Für Mortis. Du stinkst. Wie weit ist immer egal. Wir müssen uns nur bewegen. Bin ich schon dran? Die haben auch alle gewartet. Oh, das ist gut. Zimia, ich komm dich holen. Bereue später, handle jetzt. Nice. Aber er hat meine Todesfee gekillt. Finde ich uncool. Habe ich davon noch welche in der Hinterhand? Zieh mir deinen Ketten liegende Bericht zusammen, erschöpft und blutend. Doch aus irgendeinem Grund stirbt er nicht. Unmöglich. Gib endlich nach, Bestie. Nein. Der Fluch der Ketten ist wahr? Das kann nicht sein. Stirb. Das ist die Wahrheit. Ich war der erste von vielen, die sich gegen Betresen auflehnten. Für meine Anmaßung wurde ich dazu verdammt, ewig Ketten zu tragen und für andere zu schmieden. Du musst sterben. So viele Postulanten werden von deinen Ketten gefangen gehalten. Der Fluch muss enden. Armer, akzeptabler kleiner Bagtal. Solange ich lebe, bleiben diese Ketten verflucht. Und du kannst meinen Fluch nicht brechen, ohne den unheiligen Herrscher zu töten. Bagdal macht einen Satz auf den Dämon Zimina zu und prügelt auf ihn ein. Er zerfetzt sein Fleisch, doch es nützt nichts. Es hat keinen Sinn von nirgendwo. Heute bekommst du deine Rache nicht. Ihr lasst die Bestien ihren unsichtbaren Ketten zurück, verdammt zu einer qualvollen Unsterblichkeit. Oh. Oh, 5 Führungsstärke. Schön. Level, auch schön. Neveling-Kräfte müssen wir erhöhen. Wobei, gibt's hier etwas? Nein, kritischen Gegner hält sie nicht auf. Na gut.
Wir machen das, dann stellen wir unsere Einheiten anders um. Dann pimpen wir da ein bisschen. Jetzt habe ich 40. 40? Hatte ich davor schon 40? Ich könnte eine Stufe 4 Einheit verwenden. Vielleicht sollte ich mal mich neu aufstellen. Nekromantin? Ich überlege gerade, was für Angriffe in letzter Zeit immer so auf uns einprasseln. Das ist alles schlecht und deswegen... Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, was Hohes, Höherwertiges einzusetzen jetzt. Wir haben die Möglichkeit, zwei höherwertige Sachen einzusetzen. Ja, ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, woher du kommst, aber wir nehmen dich schon mal. Der einzige Haken ist, du machst körperlichen Schaden. Das bedeutet, du brauchst... Eigentlich brauchst du das mit Ausweichchance. Oder extra Lebenspunkte. Oder Widerstand. LP 1000. Wow, die hat viel Lebenspunkte. Das ist genau das, was ich brauche. Hast du hier gestanden? Muss ich mir merken. Also theoretisch kann ich was Besseres auch in Zukunft nehmen. Gut so, gut so. Ich habe jetzt nicht mehr die Führungsstärke vollständig ausgenutzt. Das sollte ich ändern. So, aber was ich auf jeden Fall auch machen muss, ist mich heilen. Das ist notwendiger geworden. Das Spiel ist schwieriger geworden. Der Damage-Output ist größer geworden. Die Verteidigung ist schwächer geworden. Deswegen nutzen wir die Brunnen einfach häufiger. Bewegungsgeschwindigkeit hätte man auch in dem Spiel erhöhen können. Das ist immer noch ein träges Laufen. So, das war ein starker Trupp. Das ist immer noch ein starker Trupp. Meuchler, Paladine, Mystiker, Söldner, von allem etwas. Ja gut, ich kämpf gegen die. Punkt. Sollen alle herkommen. Die kriegen den First Strike. Nein! Komm doch her. Komm doch her, genau. Komm her. Komm spielen. Das wiederum ist geil. Das ist wahrlich nicht schlecht. Sieg oder Tod. Jämmerliches Ding. Jawohl! Setze den Feind unter Druck. Zermürb den Feind. Gehe in die Offensive. Das ist schon. Der Damage ist schon eher akzeptabel. Immer noch extrem, aber akzeptabler. Da können wir wenigstens noch nachjustieren und so. Was dagegen machen. Oh, du kannst vielleicht noch was machen. Du kannst vielleicht auch noch was machen, wenn die näher kommen. Die sind lästig. Zu viele im Hintergrund. Die muss ich alle jagen. Am liebsten hätte ich bloß Avi oder Truppen aller Avi. Die warten? Lästig. Mehr als lästig.
Hier rein, dann räume ich mal hier auf. Heilung. Die Befreierin herrscht. Und mach da hinten auch noch Chaos. Kann es sein, dass sie gestärkt wurde? Sie kommt mir ein bisschen stärker vor. Stirb doch. Damage Output wurde auf jeden Fall erhöht. Kann mir keiner sagen, dass sie jetzt nicht so stark sind. Das ist belastend. So, es gibt noch. Dich gibt es noch. Hättest mal nicht warten dürfen. Die Dunkelheit folgt mir. Und du hast jetzt keine Tätigkeit mehr. Schade. Tut mir leid. So, gibt's jemanden zum Heilen? Außerhalb der Reichweite. Nehmen wir dich. So, was kann ich hier bewirken? Ich kann vernichten. Explosion. Und dann... Jetzt. Auslöschen! Okay, das war... Du wirst mir noch dienen. Knochen sind so zermatt. Da. Das war beeindruckend. Einfach nur beeindruckend. Ja, den dort hinten, da komme ich nicht hin. Da komme ich mit keinem hin. Spüre seine heilige Hand. Aua. Für die Ehre. Der versteckt sich im Eck. Jämmerliches Ding. Bringt alles nichts. Avi. Kümmer dich um ihn. Okay, du vernichtest ihn, dann heil dich erst. Blühendes Leben. Und jetzt vernichte ihn. So ist es besser. Kriegen wir mehr Erfahrungspunkte mittlerweile? Auch nicht schlecht. So, jetzt... Mir wurde hier gerade im Text, wo sie hier kurz davor stand, irgendwas von mächtigen Zaubern oder Flüchen oder sonstigen versprochen. Der Kampf hat aber gar nichts bewirkt, außer ein Kampf mehr. Was ist hier hinten? Was ist mit dir? Nimm mir einen Tritt vor und sitze ich die Arkan-Symbole auf der Schwelle an. Sie atmet tief ein, scheinbar ungerührt vom Geruch brennenden Schwefels, der Lavabecken und der verfaulten Panzer langen toter Dämonen. Es ist genau, was ich sagte, Aviana. Mein Heim. Genau, wo ich es zurückließ. Ach, das ist dein Tempel. Heim wie in dein Heim? Nach einer besonders spektakulären Prügelei an Bord der Hezeden verbannte mich Betresen aus den vier Himmeln. Hier bin ich gelandet. Elkot, eine alte Freundin, errichtete einen Schrein um mich, während ich mich erholte. Mein unheiliger Unterschlupf war so klein und trostlos. Wie konnte ich ihn verlassen? Doch irgendwann bist du weggegangen. Nach tausenden von Jahren möchte man mal etwas Neues probieren. Doch wenn ich zurückdenke, weiß ich nicht mehr, wieso oder wann ich ging. Ich erkenne diese Symbole. Sie stammen von Engeln. Die heilige Sprache. Die gleichen Siegel wie in Ilian, in Verans Grab und auf deiner Rüstung. Es war die erste Sprache. Auch wenn sie einst mächtig war, ist jedes Siegel jetzt nur noch eine Narbe. Wir sollten uns umsehen. Der Wächter der Schwelle tritt vor. Zurück! Hier darf niemand eintreten. Auf wessen Befehl? Auf euren, meine Königin. Du hast gesagt, sie habe sich den Zutritt selbst untersagt. Und du hast sie Königin genannt. Sie ist die Königin. Unsere Befehle gelten. Andromalius, ich verlange, dass du uns Einlass gewährst. Die Wache ist nervös, rührt sich aber nicht von der Stelle. Es gibt doch bestimmt etwas, das wir euch feinen Kriegern anbieten können, damit ihr uns durchlasst. Die Augen der Wache mustern rasch die Waren, die er sehen kann. Falls ihn irgendwas auf dieser Welt interessiert, dann hast du es nicht dabei. Nutzloser Plunder für Dünnblütige. Ich weiß nicht, was ihr bewacht, aber ich werde es herausfinden. Unsere Befehle sind eindeutig.
Verzeiht, meine Königin. Na gut, dann... Andromalius, Hüter der Höllenfestung. Den sollen wir besiegen. Na gut, hoffentlich ist er nahe vorne. Ilmeren muss mitmachen. Gut, Ilmeren, wen... Hier, ihn. Ilmeren. Hatte ich dich schon mal dabei? Ich glaube, mich nicht zu erinnern. Ilmeren, hast du... ich gebe dir mal... Klinge des Gemetzels hört sich doch gut an und... was sind deine Angriffe? Deine Angriffe sind, glaube ich, unheilig. Unheiliger Schaden. Körperlich. Gut. Boosten wir deinen unheiligen Schaden. Ah, sorry. Habe ich das nicht bestätigt, oder wie? Scheinbar. Na gut. Lasst mich durch. Ist das der, den ich besiegen muss? Der dort hinten? Berserker. Natürlich muss das der dort hinten sein. Naja, wenn ich dran komme, dann sollte das doch gut werden. Ich lebe, um zu kämpfen. Aber die sind eklig. Ich verlange, dass du kämpfst. Genau deswegen. Ich werde Ruhm ernten. Kämpfe gegen mich. Und deswegen. Und ein Werwolf wieder weniger. Moment, habe ich dem überhaupt ein Item gegeben? Halt nicht, der könnte überleben. Die versperren sich gegenseitig den Weg. Das ist gut. Du wirst ein prächtiges Opfer sein. Und es wird weiter versperrt. Er lebt! Du stinkst nach Leben. Ketten! Wut! Und er lebt auch! Wobei sein Ausweichen ziemlich gut war. Wow, Moment. Modius. Diese Ebene erreicht ihren Tod. LOL. Okay, das Spiel wurde deutlich schwieriger. Beziehungsweise deutlich mehr Glass Cannon-mäßig. Ich hätte gewinnen können. Damit. Ich hätte jetzt schon gewinnen können. Du gehörst. Shit. Das wird ein Spaß. Ach, was tut mir nicht alles für zwei Todesfeen zusätzlich. Aber die haben einfach meine Backrow ausgelöscht. Wie brutal ist das? Sie lebt auch nicht mehr so gut. Zu dich, du Narr. Ja, eigentlich brauche ich nicht mehr. Wut. Peitschen. Das stimmt, der kann auch nochmal. Okay, die Gegner... Es ist verstörend, wie stark die Gegner geworden sind. Und es ist verstörend, dass er genau der Letzte ist, der noch übrig ist. Rache! Lästiger Wächter. Zum Glück ist das Spiel eine Zeit an Beginn so schwer, weil... Sonst hat man da echt Ressourcenprobleme. Man muss ja jedes Mal neue Truppen kaufen. Jetzt muss ich rauslaufen. Deswegen, also,
Ja, das Spiel wurde jetzt herausfordernder. Das ist was Gutes unter normalen Bedingungen, aber jetzt jedes Mal, weil entweder du kaufst dir eine Masse an Truppen so als Ersatztruppen oder ja. Wir kaufen erst einen und dann heilen wir uns. So, was ist gestorben? Es ist in der hinteren Reihe ein... Ich kann einen Schatten dazu nehmen. In der hinteren Reihe sind die Magier gestorben. Einheit anwerben, so eine ist gestorben. Hätte ich wahrscheinlich auch auf noch gehabt und so einer ist gestorben. Die sollten vielleicht an eine andere Position, weil ich habe schon festgestellt, wenn, dann wird oben eher angegriffen. Als unten. Die Gegner greifen eher oben. Erstmal müsst ihr hier wieder tauschen. Nee, das macht schon Sinn, dass da oben ein Nekromant ist, glaube ich. Oh, Moment. Das ist mir gerade aufgefallen. Werwolf ist auch gestorben. Ah, super. Machen wir mal so, dann sind die Helden dort oben. Die können weiterhin da bleiben und ja. Jetzt muss ich bloß überlegen, wer hat noch nichts? Du hast noch kein Item. Ausweichen erhöhen. Hä? Warum sind die alle wieder zurück? Hätte ich erst speichern drücken müssen? Lästig, lästig, super lästig. Dahin, du tauschst mit ihr, speichern. So, jetzt aber. Du hast dein Item. Ja, du hast sowieso, du hast noch nichts, du machst unheilige Kraft. Na, machen wir erstmal den anderen. Dich. Unheiliger Schaden. Sehr gutes Item. Wobei, dann kannst du das auch nehmen. Unheiliger Schaden. Na gut. Das muss erstmal reichen. Zweite Reihe, ja, da könnte man vielleicht noch was machen. Ich hätte gerne Stufe 4 und dann schaue ich mir die Truppen mal richtig an. Dann wird mal umjustiert. Was es denn so alles Feines gibt. Okay, wir haben das Tor geöffnet. Jetzt schauen wir mal rein, was in diesem Tempel vor sich geht. Frech, frech, frech. Moment. Jetzt ist mir was aufgefallen. Oder eingefallen. Jetzt sind die Nekromanten doch alle auf der Seite. Das ist dann... Das wäre dann wiederum nicht so prickelnd. Dann machen wir es doch so. Du hast ja, glaube ich, Initiative Boost, oder? Moral. Ich glaube, Moral erhöht... Ich weiß nicht. Was macht Moral? Haben. Bewegung, naja. So, dann haben sie eher unten das Ziel anstatt oben. Da kennt sie schließlich das Tor. Hier sollte wirklich niemand reinkommen. Dieses Tor braucht einen Morok-Schlüssel der Zwerge. Gehalterat und Morok-Schlüssel sind viel älter als Zwerge. Doch über die Technologie der verlorenen Epoche können wir ein andermal sprechen. Na schön, aber wo ist der Schlüssel? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht einmal an das Schloss erinnern, aber ich weiß, wer uns helfen kann. Nördlich des Tempels liegen ein Vulkan und Ströme aus reinem Feuer. Er ruht darin. Gehen wir. Oh, da waren wir schon. Da waren wir schon. Naja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal ergründen wir das Geheimnis von ihr und ihrem alten Zuhause. Was sagt ihr? Ah. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.
bis zum nächsten Mal.